Ja, hallo Leute. Ich spiele jetzt wieder, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten Dishonored. Und ihr dürft mir dabei zusehen. Wir haben letztes Mal den kaiserlichen Arzt, a.k.a. Sokolov, oder wie der hieß. Genau, Sokolov, unserer Gewalt gebracht und ja. Geht auf der Suche nach einem Knochenartefakt. Da hinten. Das habe ich seit meinen Tagen in der Achtung, Akademie Bürger. nicht mehr gesehen. Aufgrund des tragischen Todes der Lord Ich arbeite an einem und neuen Pendleton, Blitzpfeiler. Zwei der Helden Er wird vermutlich Stadt absolut heute Abend die umwerfende Zerstörung in der Nähe des anrichten. Pendleton Anwesens wegen einer privaten Feier Nun, gesperrt. da Sokolov Alle unser Gast ist, und Stimmrechte fragen Sie gehen an ihn, Lord wie Trevor verwirrt Pendleton die Akademie über, war, der ihn dieser zum Zeit der kaiserlichen Trauer Arzt zu machen. Rücksichtnahme bitten. Und wie er die Formel meines Elixiers stehlen konnte. Können Sie das tun? Das war jemand neidisch. Was immer Sie tun, vertrauen Sie Sokolov nicht. Insbesondere nicht in Sachen Walanatomie. Wäre Sokolov nicht gewesen, wäre ich leitender Wissenschaftler an der Akademie. Das ist unverzeihlich. Ja, ein bisschen neidisch. Aber möchte ich ihn verdenken? Okay. Pieres Arznei und Sokolovs Elixier. Das hatten wir schon. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, scheint so. Was denn? Ich halt. Na gut, da werde ich wohl gleich Achtung, hinkommen, Bürger von wenn ich geschlafen habe. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Hey, das Knochenartefakt wird morgen immer noch da sein. Wie all die zahlreichen Bücher. Hier ist das Treppenhaus, was ich suchte. Was gleich passiert. Anscheinend werden wir ihn gleich da hören, so wie es oben rechts stand.
keine Treuen haben jetzt den kaiserlichen. Achso, das haben wir vorhin schon mal. Oder letzten Part Corvo, vorgelesen. Aufwachen! Du wie logisch sie das Gesichter sagt. Im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Von mir. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Na gut, ist mir rein. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Ist das Ding jetzt nicht mehr da? Das finde ich jetzt verwirrend. Die Renovierungsarbeiten der Corvin. Oh, dann lade ich das nochmal. Dann kriege ich diese Rune irgendwie. Oder besser gesagt, das Knochenartefakt. Das war gestern, das war richtig. So. Also ich könnte den anderen Level vielleicht auch was übersehen haben. Ich arbeite an einem neuen Sitzpfeiler. Er wird vermutlich absolut umwerfende Zerstörungen anrichten. Zwei der Stadt sind heute Abend die Straßen in der Nähe des Pendleton-Anwesens wegen einer privaten Feier gesperrt. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Trevor Pendleton über, der in dieser Zeit der Trauer um Rücksichtnahme bittet. Achtung, Bürger von Dunwall, beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Doch nicht hin, hä? Bin sehr verwirrt gerade. Den Schlüssel erst irgendwo finden. Es scheint, als würde man dann nicht so schnell hochkommen. Achtung, Bürger von Dunwall! Ab sofort muss Wasser aus öffentlichen Brunnen oder aus dem Fluss abgekocht werden. Jeder, der unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss der Stadtwache gemeldet werden. Corvo, kann ich Ihnen etwas sagen? Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Okay, es geht schneller als erwartet. Auf der anderen Straßenseite. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden sie dort sicher sein. So wie ich auch. Okay. Das war wirklich einfacher als erwartet. Neues Bett finden. Ist das? Haben Sie das gemacht? Er ist ein bisschen erschrocken. Lord Pendletons Erinnerungen, Kapitel 41. In welchem ich mit zwei Boyle-Frauen schlafe und die dritte nur wegen schlechten Wetters verpasse. Es war der Monat des Regens. Um der düsteren Stimmung zu trotzen, luden die Boyle-Damen ausgewählte Personen zu drei Nächten der Fröhlichkeit ein. Lydia war in ihrer lavendelblauen Hose und einer Tunika aus gelber Seide bezaubernd anzusehen. Ich machte Eindruck von dem Moment an, als ich das Haus betrat, mit meinem Diener, der nicht eine, sondern zwei Kisten spitzigen Weines aus dem Süden mitbrachte. Tatsächlich war ich beladen mit Geschenken, und dies schien den drei aufmerksamen Boyle-Frauen nicht zu entgehen. Und so hielten sie mich mehr als nur willkommen. Wir öffneten den Wein auf der Stelle, und als der Abend kam, Wallace! Zur Hölle mit diesen Unterbrechungen.
Also da irgendein Bett soll was sein. Ja, nehme ich auch gerne. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die auffinden und zur Rückkehr der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. Ich halt immer instant Fragen. Ist ja mein Zimmer. Das war doch bloß noch mein Zimmer. Also unter irgendeinem Bett soll ein Schlüssel sein. Keine bezogenen Bett. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund der gestiegenen Zahl infizierter Ratten wird vor dem Aufenthalt in unbewohnten Gebäuden gewarnt. Ja, so viele Betten hat dieses Pub doch gar nicht. Haben Sie das gemacht? Lord Pendleton ist heute Abend im Anwesen. Er hat dort zu tun. Es geht um den Tod seiner Brüder. Sie verstehen das doch sicher. Happy Bird? Langsam können wir noch. Haben Sie das gemacht? Ja, Mr. Corvo. Ich stelle sicher, dass Ihr Zimmer sauber ist. So viel Staub. Muss aus der Oberstadt herabgeweht sein. Eben auch gesagt, dass es oben ist. Unter ihrem Bett. La, di, da, di, da. Di-da, la-di-da-di-da, di-da, la-di-da-di-da, di-da-da. Haben Sie das gemacht? Das müsste ja eigentlich das hier. Ich glaube, das ist Lord Pendletons Zimmer.
Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Blöd. Das hat doch. Oh, endlich. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab Fenster springen mich umbringen. Ja. Öffentlichen Brunnen oder aus dem Fluss abgekocht werden. Jeder, der unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss der Stadtwache gemeldet werden. Hier doch. Das Teil jetzt. So, eben durch das Schlüsselloch sehen kann. Das liegt auch unter dem Bett. Geistfall 2. Das geht so schlecht. Jetzt kann ich schlafen gehen. Gut, let's go. Ja, wow. Die ganze Spielzeit, die ich mir vorgenommen habe für dieses Spiel, habe ich fast an eine Sache gesucht. Echt auch so. Bravo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Bin ich ohnmächtig geworden? Bin umgerannt, ne? Da liegt so. Zack, zack, zack. Corvo. Sie erstaunen mich immer wieder. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Pah, ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten? Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen.
Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Das glaube ich ja nicht so. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. Rede mit Pierre und kauf ein Bewegungsmittel. Lass es mal sehen. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einsetzungsball wird ohne Verzögerung stattfinden. Die Renovierungsarbeit... Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Okay. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Okay. Mit dir reden. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Ich möchte mal wissen, wie teuer. Ich habe ja vorher abgespeichert. Habe ich ja noch irgendwo. Ich bin mir sicher, dass jemand, der Zeit im Gefängnis von Coldridge verbracht hat, viele dieser Wege kennt. Ja, das speichere ich erstmal, bevor ich das Geld raushau, ja? Achtung, Bürger von Dunwall. Mein Blitzpfeil wird das, das alte Sokolov-Modell bei weitem übertreffen. Sie benötigen meine einzigartigen Dienste? Wir können rasch in mein Geschäft zurückkehren. Nee, es wird zu teuer. Echt jetzt. Danach auf Verbesserungen. Der war geil. Zufrieden. Schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Wenn er sich von sowas bestechen lassen, würde ich meinen. Das würde keinen Sinn ergeben. Weil er sitzt hier drin. Ich könnte einen Drink vertragen. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe ihre Rückenansicht gemalt. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist.
Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde... Okay. Okay. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Na gut, auf geht's. Du meine Güte! Vielleicht sollten Sie Piero besuchen, bevor wir zum Ball aufbrechen. Vielleicht brauchen Sie Tränke oder Pfeile oder was immer Sie benutzen. Ja, der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, ich bin damit zufrieden. Du fandest heraus, dass Lady Boyle ist... Nee, du fandest heraus. Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lordregenten. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwester. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken der Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Na gut. Okay, probier. Die bekannten Tallboys, also die bisher nicht bekannten Tallboys, aber ich weiß, wie die aussehen. Meister Corvo, was habe ich da gerade gesehen? Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Ohne dort. Artefakt dort. Ist alles? Soweit. Nach einem Herumtreiber aus.
Okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Send us food, not bullets. Oh Gott. Einer auch noch. Ich glaube, ich gehe in die andere Richtung. Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Sie sollte an jenem Abend im Garten singen, aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Na, du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie frei zu bekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Unter Wasser? Man sieht mich hier nicht. Kleine Stadt. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Der Hans da ist. Das ist ja wirklich nicht super. Die Ranger. Gott, die Weine. Na, no, mach sie fertig. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Da sind auch Weine drin. Passt. Mit Life auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das war gerade nichts mit Life. Na, Tränke geben mir Gesundheit.
interessant ist. Was sonst noch Weine? Ach, falsch das da. Du hast ja gesagt, falscher Spell. Überschätzt. Ja. Eindeutig überschätzt. Axel. Waren wohl nur die Ratten. Kann man sehen, was Ratten anfangen können. So. Ist auch so. Zack, zack. Ist wieder raus. Oder was war das? Noch ein bisschen Geld. Hab ich eben übersehen. Ist noch ein Elixier, kann ich sogar. Voll wäre. Lotschatz. Kann ich mich dort jetzt schon so zeigen oder nicht? So, warte, ich muss kurz antworten. Nein, das spiele ich nicht. Was? Ja. Gib ihm die Notiz nicht. Nein, tu es nicht. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Mhm. Was ist? Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Also das klingt auch interessant, mal so ein paar Informationen irgendwie zu erschleichen. Alternativ könnte ich natürlich alle umbringen, aber was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin, wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Ich muss wenn es etwas Preis verursacht haben. Hat, dann wenn nicht ich der Tod nach der Kaiserin. Käme, es muss doch Spuren das wollen Sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Ja. Die Boyles ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für die Rattenlampen brauchen. Und die werden wir nicht los. Willkommen zur Feier. Rattenlampen und Walöl. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Älter als die Aufseher, älter als alles hier. Die glaubten wohl auch an ein goldenes Zeitalter. Sie brauchen noch einen Drink, mein Freund. Ist alles in Ordnung? So.
eine Lady Boy. Auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Das scheint wohl die nächste zu sein. Was für eine sündig schöne Maske. Okay. Disgust. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Was, wenn ich Sie aus der Stadt bringen könnte? Weg von allem. Nach Sarkonos oder noch weiter. Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns unterhalten. Aber nicht hier. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. So, ich muss weiter einen Drink. Wie ich sogar mit dem Schwert durch die Gegend rennen kann. Mit der Tätowierung auf der Hand. Waffen weg. Sonst bekommen sie es mit der Wache zu tun. Ah, das ist schon drauf auf Fett. Unterhalten Sie sollten sie alle herauswerfen. Jeden von ihnen. Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichner. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Außerdem trägt Lydia rot. Nur noch ein paar Drinks, dann lache ich über ihre Maske. Willkommen im Haus Boyle. Vorsicht, die Lichtwand ist ein Geschenk des Lordregenten. Sie soll seine guten Freunde schützen. Ich bezweifle, dass Sie dazugehören. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Haben Sie von Mrs. Brimsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich hörte, sie habe im Blut ihres eigenen Neffen gebadet. Lächerlich. Was für ein Hauptpflege soll das sein? Das ist ein Ritual für den Outsider. Meinen Sie nicht auch, dass mir diese Farbe steht? Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seine Herren. Willkommen auf unserer Seite. Diese Wahnsinn. Die Brimsleys. Ich hoffe, dass diese Seuche so bald nicht vorbei ist. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen. Eine Zeit lang. Starrat. Noch eine Möglichkeit. Amüsieren Sie sich? Lol. Wart. Gerne. Testen. Oh, Werner. Oh, yes. Unmöglich. Widerliche Ratte. Du kleine, schmutzige Ratte. Hat ein bisschen enttäuscht. Verfluchte Outsider! Schwarze Magie! Das lässt die irgendwie kalt. Der Ochsenbraten letzte Woche war der beste, den ich je gegessen habe. Verzieh dich, und zwar schnell. Kein Zutritt für Gäste.
Sind die neuen Bewerber schwächer? Mal sehen, was wir hier haben. Schönes. Auf jeden Fall komme ich so auch nach oben. Hexerei! Ich dachte... Ja, ist okay. Muss ich kurz noch ein Artefakt... wieder ein bisschen umändern. Alles ist unten voll. Hier ist nichts, aber ich kann mal gut Sachen rauben. Hier wachen. Ich mal den oberen Bereich. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Ich freue mich auf die Feier heute Abend. Auch wenn dort so viele langweilige Männer über ihre missglückten Geschäfte reden werden. Was würde nicht dafür geben, in dieser schrecklichen Stadt einen feinen jungen Musiker zu treffen? Jemand, der beispielsweise das Cembalo schätzt und mir ein Lied komponieren könnte. Lydia. Hallo, Weißer. Hallo. Ich wollte hier mehr als gut machen. Das war Lydias Ruf. Hier also in einer Reihe wären wir schön. Da haben wir zum Beispiel noch einen. Was ist da Toilette? Guter Tabak wird von Tag zu Tag teurer. Sei bitte. Noch eine weitere. Hallo. Jetzt nicht voran, geht's hier runter? Frage ich so nicht überhaupt runter? Ich glaube nicht. Ja, den Valio-Tank. Schön. Und noch eine Ratte. Bolzen. Ja, hey. Hinter ist nichts. Gut, Ratte, komm her. Noch mal eine Runde. Sollen wir da andere Weg hin? Sehr schön. Direkt hier vorne? Gut, dann gehe ich noch mal hoch. Soll ich parken, weil es ja eine weiße Ratte und ich gleich ja ewig und drei Tage lang. Gut,
Werden unsere Schwestern vom Orden des Orakels bald eine Verlautbarung zur Seuche abgeben? Herald Dice. Hier haben wir die Treppe. Könnte man jetzt lang starten zur Not? So ein Wachtypi. Das Zimmer von Lydia habe ich schon gefunden. Ich glaube, sie ist es nicht. Verdammt! Na gut, diesmal hast du. Ach, shit. Entdeckt. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Ich werde schon mal links. Das Buch. Platzung der Flusskriecher. Aber gut, nicht das, was ich erwartet habe. Müssen wir auch irgendwie Zimmer haben, woanders. Was ist denn das hier? Das ist auch prachtvoll, irgendwie. Ah, nix. Oh, guck mal da. Ein Hinweis, ein Hinweis! Ein Hinweis! Sie drei Kleider für ihre Feier. Es schmerzt mich nicht, kommen zu können. Also wir stehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, sie werden in Weiß hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwall Tower beigelegt. Wenn sie mich besuchen kommen soll, uns kann er das aufhalten. Scheint es sie das weiß? Okay. Gut. Welches Kostüm sie trägt, weiß ich ja schon in Weiß. Entsprechend. Das einfach. Hat das gerade bei mir geklingelt?